komische Kombi-Schreiniche. Ich hätte auch noch eine helle Jeans. Die hatte ich tatsächlich bei Voice Kids an letztes Jahr mit einem schwarzen T-Shirt in den Blind Editions. Glaube ich, ja. Dann haben wir noch eine dunkle Hose. Normale Jeans. Da hätten wir noch Bailey als Outfit, finde ich so. So? Wie findest du das? Das wäre geil. Was so, du da? So einfach so. James. Also. Rosa Pulli, schwarze Hose. Schwarz, helle Jeans. Also es ist halt so viel unterschiedliche Meinungen, dass es... Wir machen immer so ein kleines Abschluss. Danke, Baby. Ein kleines Abschluss. Okay. Also noch ein paar Fotos. Vielleicht machen wir noch ein paar Fotos mit irgendwelchen Sachen, die wir anziehen können, glaube ich. Das wäre relativ neutral, so, ne? Weiße Vans. Schwarze Vans. Irgendwie sowas. Und dann brauche ich noch ein, zwei Outfits für Interviews. Und da kann man einmal das Hemd von ihm anziehen, diese Hemdsäcke. Ich bräuchte mal einen Stylisten, ey. Okay, gibt's einen Favoriten? Schwarze Schuhe passt. Sehr gut. Also schwarze Vans kann man schon mal nehmen. Ja. Was wir jetzt machen, wir schreiben jetzt ganz viele Poster. Weiße Vans, schwarze Hose, beige Pulli. Rosa. Ohne Kleidung ist mein Favorit. Perfekt. Das passt. Philipp? Wenn man heimlich durch den Stream laufen will. Bailey. Guck mal, Bailey ist hier auf dem... Also Bailey signiert schon mal die ersten Poster. Scheiße. Okay. Helle Jeans, schwarze Schuhe, schwarzer Hoodie, roter Hoodie, beige Hoodie. Beige Pulli, schwarze Hose, weiße Schuhe. Bailey. Schwarze Vans, roter Hoodie, schwarze Hose. Ja, ey, ich habe auch immer keine Ahnung. So, genau so stehe ich ungefähr immer morgens da und denke mir so, was ziehe ich an? Und dann wird es meistens eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Also eigentlich sieht mein Kleiderschrank auch nur so aus. Aber ich dachte mir, für Kids ziehen wir mal ein bisschen was. Gehen wir aus der Komfortzone raus und ziehen mal ein bisschen was Bunteres an. Also insofern ich halt bunt irgendwie das bunt nennen kann. Genau. Ein paar weitere Fragen, die wir antworten können. Also speichere euch schon mal ein, Donnerstagabend Geburtstagsfeiern. Geburtstagsfeiern. Geburtstag feiern. Eine Crewparty machen. Um 23.45 Uhr, würde ich mal sagen. Dann können wir noch eine Viertelstunde quatschen und einen Countdown machen und dann gehen wir morgen und freuen uns alle auf morgen. Also auf den Song. Und auf meinen Geburtstag, dass ich älter werde. Aber ich will eigentlich gar keinen Geburtstag feiern, weil ich keine Lust habe, älter zu werden. Das rote Kleid von TikTok soll ich anziehen. Das könnte man natürlich auch machen. Finde ich ein bisschen knapp für Voice Kids. Finde ich ein bisschen zu freizügig. Und das Deluxe-Album mit den Songs, also mit Hau mich ab, irgendwie auch nicht, und Zeit bleibt und morgen und in meiner kurzen Version kommt am 3.4. Das darf ich noch nicht sagen. Das weiß ich noch nicht, wann das kommt. Weiß ich noch nicht. Im März. Im März? Ach stimmt, ich hatte Zahnreha. Ah. Ihr müsst das, was ich gerade gesagt habe, einfach umdrehen. Ich kann doch was verraten. Ich habe an der Crewpost schon verraten. Stimmt. Also all die, das Morgenbundle bestellt haben, die
erfahren auf jeden Fall, wann das Album rauskommt. Ja, das war jetzt blöd. Aber mein Gott. Gut. Scheiße. Ja, gut. Aber ich habe mit Voice Kids nichts verraten. Bei Voice Kids, pass auf, im Finale ist... Scheiße, ey. Okay. Ja, gut. Ja, gut, das machen wir irgendwie. So, das, ich, ja, ich verrate nicht so viel. Also, ich fange jetzt mal an, nebenbei ein paar Poster zu schreiben. Was der Bay das schon gemacht hat. Und ihr könnt dabei weiter... Fragen stellen, die Bailey gleich vorlesen kann. Hier mit Baileys Tasse drauf. Perfekt. Sollen wir die... Ich kann die Kamera umdrehen und Fragen vorlesen. Können die Kamera umdrehen? Ach, die Kamera umdrehen. Okay, warte. Ich habe jetzt ein paar Fragen vor und dann schreibe ich jetzt ein bisschen. Mhm. Ich muss mir jetzt nur ganz kurz mal das Tritt schon drauf. Moin. Baby, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, wie wir das taktisch hinbekommen. Wo wir die jetzt alle hinpacken. Ich liebe Sonntag. Dann lies mal ein paar Fragen vor, Amelie. Du sollst das Poster mal zeigen. Also, hier ein Foto von Christoph. Bin klitschnass. Das ist das Foto vom Singlecover. Und das ist das Foto vom Singlecover. Stimmt, das ist das Foto von morgen. Also das Foto vom Song morgen. Stimmt! Okay. Kannst du Pia grüßen? Liebe Grüße, Pia. Sollen wir einfach mal morgen vorspielen, den Song? Einmal ganz. Hier kam gerade die Frage, ob du morgen ansingen kannst. Vielleicht kannst du ja irgendwie sowas aus dem. Sollen wir mal die. Aus der zweiten Strophe verraten. Oder den Dropbox-Link. In die Kommentare posten. Die Strophen kennt noch keiner, oder? Die erste. Ich hab die Strophe schon mal angespielt, ne? Ja, und wir haben sie in den Stories ein bisschen geleakt. Die erste Strophe kennt man. Zumindest textlich. Ja. Ja, aber ich will auch nicht alles. Also, ich guck mal, ob ich die nächste Woche noch so ein bisschen ein paar Zeilen anteaser. Aber ich finde ja schon, dass das eh schon vom Song relativ viel schon vorab verraten ist. Also, allein der ganze Refrain ist ja schon quasi draußen. War ja sogar schon zeitweise bei Spotify. Hast du eine Lieblingszeile aus dem Song? Ich freue mich auf morgen. Also tatsächlich, weil das ja so diese Hauptaussage ist, dass man sich ja wirklich auf alles freut, was kommt. Ich freue mich wieder drauf, Konzerte zu spielen, ich freue mich wieder drauf, irgendwie mit dem Beat zu haben, ich freue mich wieder drauf, Mucke zu machen, ins Studio zu gehen. Ich freue mich einfach auf alles, was so kommt. Auf älter werden Geburtstag irgendwie nicht so, aber der Geburtstag hat ja einen ganz geilen Beigeschmack, weil wir da halt mit euch einen Song teilen können. Freue mich auch darauf. Also ja, doch, ist eigentlich so. Die Kernaussage ist schon auch die Lieblingsaussage von dem Song. Kannst du mal erzählen, wie der Song entstanden ist? Den Song gibt es tatsächlich schon. Also einige haben das ja sogar schon gepostet in der Story, dass es den Song schon länger gibt. Wir haben den eigentlich schon mal geschrieben fürs zweite Album tatsächlich. Fürs zweite Album angefangen, die Songs zu schreiben. Aufs zweite nicht gekommen, aufs dritte nicht gekommen, weil wir irgendwie den Song nicht richtig, irgendwie nicht fertig bekommen. Wir haben ihn nicht gefühlt zu der Zeit. Der war irgendwie so ein bisschen, ja, noch nicht da, wo er halt sein sollte. Und jetzt, nachdem er vielleicht irgendwann draußen war und ich endlich mal so eine alte Zeit hatte, so ein bisschen was zu verarbeiten und ein bisschen auch Zeit für mich selber zu haben, durch diese Pandemie, die wir dann haben, wurde der Song irgendwie wieder aktuell und relevanter für mich. Und ich finde immer, wenn ich Songs rausbringe, sind die gerade irgendwie relevant und haben was damit zu tun, wie ich mich fühle oder was ich so mache. Also, erstes Album irgendwie über die Ex-Freundin geschrieben, über die Trennung. Das dritte Album irgendwie ganz viel über mich, weil ich da so viel Zeit hatte. Und jetzt, freue ich mich auf die
auf die Zukunft und auf alles, was halt wirklich kommt. Deswegen war der Song gerade wieder super relevant und hat mir super Spaß gemacht, wieder zu schreiben und daran zu arbeiten. Deswegen haben wir wieder aufgegriffen und gedacht, ey, lass uns den fertig schreiben und rausbringen. Morgen. Also 500 Posts beschreiben, das dauert auch für dich dann schon so zwei Stunden. Zwei, drei Stunden. Okay. Wie läuft's mit deiner Fitness-Trainer-Ausbildung? Sehr gut. Ich habe mich, also für alle, die es nicht wissen, ich habe mich bei einer Trainerlizenz angemeldet. Und zwar vor ungefähr 4 Jahren. Und habe immer, im Dezember sind immer die Prüfungen. Und ich habe jetzt immer die Prüfungen nicht wahrnehmen können, weil ich einfach nie da war und keine Zeit hatte zu der Zeit. Und auch noch nicht so viel gelernt habe. Wahrscheinlich ist das weitere, größere Grund, warum ich da nicht hingehe. Aber eigentlich will ich das irgendwie durchziehen, weil Sport ist so ein riesengroßer Teil von meinem Leben. Und jetzt gerade wieder neues Jahr, man ist wieder motiviert, mehr Sport zu machen. Und ich gehe fast jeden Tag wieder zum Sport. Und hätte Bock, das halt als Bescheinigung auch zu haben, dass ich das auch professionell machen kann und weitergeben kann. Weil ich habe auch irgendwie Bock, Leute zum Sport zu animieren, zu motivieren. Ich meine, der eh schon den ganzen, diesen Hashtag einmal fit mit Vincent da irgendwie und macht er auch irgendwie viel Sport. Das ist total geil zu sehen. Da werden wir aber in Zukunft auch ein bisschen mehr mit euch machen. Also, kann ich mir schon als Frage stellen. Eigentlich wollte ich so ein paar, so wie bei Instagram live gehen, einfach mal so eine Viertelstunde sowas, ein Workout machen. Dann können wir das auch gerne zusammen machen. Also, dass ihr halt mit einschaltet, die Kamera irgendwo hinstellt und dann machen wir einfach am Tag eine Viertelstunde Sport oder 20 Minuten, je nachdem, wie lange wir Bock haben. Das können wir rein theoretisch, wenn ihr Bock habt, ab Februar starten. 1.2. Jeden Abend Viertelstunde Live-Workouts. Fände ich schon geil. Und die Kommentare so, nein, Sport, oh Scheiße. Ey, jetzt sollen wir seine Musik hören, jetzt sollen wir noch Sport machen, ey, fuck. Also für die, die Bock haben. Ey, selbst wenn nur 20 Leute zuschauen und 20 Leute mit Sport machen, dann habe ich 20 Leute an mir, mit mir ein bisschen Zeit zu bringen, zu trainieren. Das ist geil. Also, 1. Februar. Machst du lieber Ausdauer oder lieber Kraft? Keine Frage. Training? ist eigentlich immer eine Mischung aus allem. Also ich liebe es einfach mal nachts auch stumpf ins Gym zu gehen und Musik aufzusetzen und weil ich halt den ganzen Tag über sehr viele Leute sonst normalerweise sehe, oder um mich rum habe, dann ist es immer ganz geil, einfach mal Kopf aufzusetzen und abzuschalten. Und da mache ich dann sehr viel Krafttraining, aber es ist halt immer ein Misch aus Kraft und Koordination und Ausdauer. Wenn es draußen ein bisschen wärmer wird, gehe ich dann mehr laufen. Das ist schon echt, ich habe immer Halsschmerzen mit kaltem Laufen irgendwie. Deswegen gehe ich auch da irgendwie ins Gym und laufe da ein bisschen. Aber es ist eine Kombi, ich komme jetzt rein. Wie motivierst du dich? Zum Sport? Mhm. Der Blick in den Spiegel morgens. Nein. Die Motivation zum Sport, also ich glaube, die ist irgendwie, ich brauche das halt, ich brauche halt irgendwas, also ich glaube, jeder Mensch braucht ja irgendwas zum Ausgleich im Alltag, zum Job oder zur Schule oder zu dem, was er macht, egal ob es ein Hobby ist oder sowas, und für mich ist es halt einfach Sport geworden, weil ich es liebe, mich körperlich irgendwie zu betätigen, ich merke, dass ich fitter werde, ich merke, dass es mir besser geht, und das ist so meine Motivation. Ich merke auch, wenn ich jetzt eine Woche zum Beispiel keinen Sport mache, dass ich einfach genervt bin und es mir ein bisschen schlechter geht, und daher ist meine Motivation zu wissen, dass es mir danach einfach gut geht. Der Anfang ist immer super scheiße und ich hasse das so, oh, jetzt muss ich zum Sport und scheiße, ich habe auch eh schon eine Pizza gegessen und eine Tüte Schokobons mir reingezogen. Aber ich weiß, dass wenn ich vom Sport wiederkomme, es geht einem einfach besser. Also keiner kann mir sagen, der war beim Sport und dachte so, das mache ich nie wieder, das war kacke. Man fühlt sich einfach gut nach dem Sport. Ich glaube, daran muss man denken, anstatt an dieses Anflaschen. Ich habe keinen Bock zu trainieren. Hast du genug Zeit für dich selbst, also für dich alleine? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich müsste das mehr machen, mir so Zeit alleine zu nehmen. Ich kann ganz, ganz schlecht alleine sein irgendwie. Und versuche dann immer dann doch irgendwie abends irgendwas zu machen oder irgendwo hinzufahren, mich irgendwo zu treffen. Ich habe Silvester jetzt einmal gemacht, ich habe Silvester alleine verbracht, also ganz alleine. Und das müsste man eigentlich öfter machen. Ich glaube, jeder Mensch braucht so ein bisschen Zeit für sich alleine, um ein bisschen klar zu kommen, irgendwas für sich zu machen. Bei mir ist jetzt gerade immer so die Zeit beim Sport, aber sonst bin ich eigentlich immer unter Leuten. Ich müsste nicht, also ich würde sagen, das könnte schon mehr sein. Könnte mehr Zeit alleine sein. Aber es ist auch voll schwer, muss auch mal lernen, alleine was machen zu können, um klar zu kommen. Und alleine sein ist voll schwer.
Welches Parfüm benutzt du? Impact von Tommy Hilfiger. Davon stehen ja auch noch ganz viele oben. Aber gerade habe ich tatsächlich gar keins benutzt, weil ich einfach in der Dusche war, im Hotel und keins dabei hatte. Aber jetzt bin ich ja im Büro und kann wieder ganz viel nehmen. Willst du ein Parfüm verlosen und signieren? Können wir uns ja einfach random jemanden aus den Kommentaren picken. Ja. Unter allen, die jetzt gleich ein Herzchen posten. Jetzt wird alles voll gespammt. Du machst einfach einen Screenshot von jemandem und schickst ihn das. Ja. Okay. Ich hole das Flakon. Ein perfektes Herz dazu. Warte, ich mache einen Screenshot. Okay. Geil. Dann wird das jetzt gleich verschickt. Also erstmal angeschrieben und dann herausgefunden, wo man wohnt. Und dann kriegst du jeden Tag Spam-Nachrichten. Also shit. Achso, apropos eigentlich verschicken. Also wir machen das, wenn wir das morgen machen mit dem Shirt und den CDs. Und dann müssen wir dann ins, tatsächlich, weil es dann doch viel geworden ist, ins Lager fahren. Noch hoffentlich, wenn die CDs sind, die alle unterschreiben. Das heißt, wir werden noch einen Tag, also eine Nachtschicht machen wir hier und da unterschreiben hier alles. Und das wird wahrscheinlich morgen sein. Und dann machen wir das gleiche nochmal in der Geburtstagswoche und in der Woche von, wenn morgen draußen ist, im Lager nochmal, fahren ins Lager, unterschreiben und packen und packen und packen. Und werden dann alles verschicken. So, das hoffentlich. Deswegen auch, weil einige gefragt haben, warum steht beim Morgenwandel, dass es am 27. rauskommt. Also, wir versuchen natürlich ab dem 21. zu verschicken. Wir haben nur ein späteres Datum aus.